erwähnte Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Leica Geosystems AG, St. Galler Kantonalbank und der St. Galler Stadtwerk. Aus 45 Studierendenteams von der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2019 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung von den talentiertesten Nachwuchskräften für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Das Praxisprojektteam vom FHS-Dozent Ronald Ivancic hat für den Lebensmittelproduzent und Händler Mediter International SA untersucht, wie effizient und sicher seine Produktions- und Vertriebskette ist. Unser Auftrag war es, für die Mediterre die Wertschöpfungskette zu optimieren, und zwar von Produktion bis hin zum Verkauf. Dort war es ganz wichtig, dass wir darauf schauen, dass die Kunden der Mediterre wirklich wissen, wo die Produkte herkommen. Dementsprechend die Rückverfolgbarkeit der Produkte. Die Mediter International SA gehört zu der Wealthyard-Gruppe, wird aber eigenständig geführt. Sie vertreibt organisch gesunde Getränke und Lebensmittelspezialitäten, die in Italien angebaut und produziert werden. Die Projektarbeit der Studierenden ist für den Auftraggeber enorm wichtig. Wir haben einen Überblick von den Märkten und insbesondere den Einsatz von der neuen Technologie, von der Blockchain-Technologie für die Rückverfolgbarkeit der Produkte ist ein Wettbewerbsvorteil. Und das, was der Konsument in Zukunft von der Lebensmittelbranche bzw. von diesen Produkten erwartet. Für ihren Auftraggeber haben die Studierenden neue Marketingtechnologien evaluiert und den Vorstoss in weitere Märkte abgeklärt. Den Schwerpunkt haben sie aber auf die Analyse der bestehenden Vertriebskanäle gelegt. Das Hauptergebnis unserer Arbeit liegt in der Optimierung der Wertschöpfungskette. Dort sind wir wirklich tief gegangen und haben über den Tellerrand herausgeschaut. Also, wir haben Prozessoptimierungen gemacht und Flussdiagramme erstellt und Stellformularvorlagen. Extrem viel. Wir haben Kommunikationstool empfohlen. Und ich denke, da ist der Mehrwert, der für den Kunden da ist. Er hat nicht etwas, das er in die Schublade legt, sondern das er wirklich in die Hand nimmt und so in seinem Unternehmen kann umsetzen. Die Studierenden sind mit frischen Ideen an ihr Praxisprojekt angegangen. Mit einfachen Antworten haben sie sich nicht zufrieden gegeben, sondern weiter geforscht und kreative Lösungen gefunden. Diese Motivation hat auch ihren Auftraggeber überzeugt. Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Insbesondere die haben sie wirklich sich im Projekt eingegeben. Sie haben reingeknüllt, sie haben einfach die Marktsituation angeschaut, sie haben den gesamten Überblick einfach nie verloren und sie haben sehr wertvolle Input eingebracht. Die Studierenden haben sich mit so viel Motivation für ihr Praxisprojekt eingesetzt, dass auch der Coach von der Fachhochschule St. Gallen nicht mehr viel beitragen musste. Die Arbeit der Studierenden habe ich als sehr zielstrebig erlebt. Die Studierenden haben sich ausgezeichnet durch Neugier, durch das Herausgehen aus der eigenen Komfortzone und teilweise auch durch das Agieren in Situationen, wo man schon sehr, sehr nahe an einer Überforderung dran war. Und auch dort haben sie die Nerven bewahrt. Die Mediter International SA kann das Resultat des Praxisprojekts direkt umsetzen. Alle relevanten Daten und Werkzeuge sind im Schlussbericht vorhanden. Es ist auch eine unternehmerische Aufgabe, wenn man die Zusammenarbeit mit den Hochschulen, dass das einfach ein resultatorientiert ist, dass zielorientiert ist, dass gleichzeitig die angehenden Generationen einfach daraus einfach wirklich gewisse Praxiserfahrungen machen und Input, die einfach einbringen, dass das effektive Resultat einfach zielorientiert ist und nicht nur eine Alibi-Übung. Das zielorientierte Ergebnis könnte dann auch da sein, wo die Jury vom WTT Young Leader Award am meisten überzeugt. Für die Studierenden wäre das eine Bestätigung. Zum einen ist unser Projekt natürlich extrem praxisbezogen, also man kann es wirklich anwenden. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass es wirklich zeitgerecht ist. Also wir haben etwas extrem Innovatives drin, und zwar Blockchain. Das ist eine neue Technologie, die auf dem Nahrungsmittelmarkt noch gar nicht so vorhanden ist. Und von dem her etwas komplett Neues, das wir am Kunden so aufzeigen können. Und das als Studententeam hat es, glaube ich, verdient zum Gewinnen. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2019? Die Preisverleihung findet am nächsten Montag in der Tonhalle St. Gallen statt, mit der Zusammenfassung einen Tag später auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Bauwerk Parkett AG, Bühler AG,
und der Solenthaler Recycling AG.